willkommen zu einem angekündigten Projekt von mir hier auf meinem Kanal. Es ist diesmal Cities in Motion. Jo, wir werden auch gleich mal anfangen. Wir werden Sandbox spielen und ich habe mir so gedacht, vielleicht spielen wir in Leipzig. Fangen früh an, 2000, und machen uns ein bisschen Startkapital hier. Abrissentalität natürlich ganz nach oben. Machen wir das ein bisschen so für dumme Leute, ne? Und nennen unser Tomboy Transport. Und das Firmenlogo ist der süße Smiley. Der dich hier, genau den hier und den in schwarz. Okay, los geht's. Los geht's. Wir warten ab, bis alles geladen hat. Und da sind wir fertig. Oh mein Gott, das ist Leipzig. Leipzig. So klein ist es ja nicht, ne? Und da leuchtet mich auch schon was an. Eine Straßenbahnlinie leuchtet. Und zwar am Bahnhof vorbei, am Theater vorbei, am großen Bürogebäude vorbei, an der Kirche vorbei, hier an dem Teil vorbei und am Marktplatz vorbei und dann wieder zurück. Das sieht auch ganz gut aus, ne? Bauen wir normale Haltestellen. So, so und so. So, na, klappt's. So und so. So und so. Dann am Marktplatz noch eine. Und dann machen wir hier noch eine. Und dann ist die Linie auch schon fertig. Aber wir bauen natürlich zwei Linien in beide Richtungen. Fällt mir gerade auf. Ne, wir bauen nicht zwei Linien. Ich schlaue Kopf. Oder bauen wir doch zwei Linien? Erstmal eine und wir nehmen mal die hier. Aber doch, wir bauen mal zwei, das ist besser. Ist zwar jetzt nicht so groß, die Linie, aber immerhin. Haben wir hier noch eins. Und dann geht's los. Machen wir ein bisschen schneller hier. Hallo, ein bisschen schneller. So. Wohin können wir denn eine mögliche U-Bahn-Linie bauen? Das ist hier die große Frage. Und ich würde sagen, wir bauen hier gleich mal für den Anfang so eine U-Bahn-Station hier. Ich denke, wir können die da hochführen zum Stadion. Das kostet uns zwar eigentlich ganz schön viel. Ich guck mal, wie viel es kostet. Und danach entscheide ich dann. Doch, 6000, das geht. Oh, fuck. Ich meine, sorry. Dann U-Bahn, Linie 1. So, hier lang und schließen. Welche ist eine gute? Ich denke, ich vergleiche mal 3300, 3400. Wir nehmen die hier. Und das wird uns erstmal ein bisschen Geld bringen hier, weil die Straßenbahn macht nicht so viel Geld. Und es stehen auch schon viele an, muss man mal so sagen. Da bin ich mal gespannt, wann hier so die ersten Passagiere warten. Und da warten auch schon die ersten Passagiere. Ja, ist ja klar. Stadion ist ja was Besonderes. So. Warten wir kurz ab. Was ist hier unten noch so? Hier unten ist ein Einkaufszentrum. Da würde ich sagen, wir könnten... Da kann ich meine Haltestelle nicht bauen. Wir könnten... Hier... Nee, über die Uni wäre das ein bisschen weit, ne? Ich würde mal sagen, wir bauen mal hier eine Buslinie hier lang zur Uni. Und dann führen wir die nämlich von dort auf dem schnellen Weg zum Bahnhof. Können die auch sofort umsteigen in die Straßenbahn. Dann bauen wir schon unsere erste Buslinie. Fangen wir mal von hier an. Ich
Anfang mal erstmal mit einem Bus an. Das wird zwar im Endeffekt nicht reichen, aber wir probieren es erstmal aus, wie rentabel die Linie überhaupt ist. Und ich denke, wir fahren mit dem hier. Das ist erstmal ein mit vier Plätzen. Ja. So, ziemlich große Buslinie. Und da fangen sie auch schon richtig gut an, sich anzusiedeln. Oh mein Gott. Aber wir werden es erstmal dabei belassen. Ach du Scheiße, da stellen sie ja richtig viele hin. Was sagt denn hier? Oh, krass. Machen wir gleich Plus. Das ist ziemlich gut. So, ich denke vielleicht auch, wir haben ein bisschen Geld noch. Wir können die U-Bahn erweitern. Zum Beispiel hier unten hin. Da können wir von da oben da runterfahren. Und zwar hier rüber über das hier. Oh Gott, da wird es gleich. Wir entlasten mal ein bisschen die Buslinie. Das kostet 3000. Das ist auch nicht so teuer hier. 2000 passt schon. Und dann gucken wir gleich mal. Bauen wir eine neue Linie? Ja, ich denke schon. Die fängt jetzt von hier an. Und geht bis hier. Und das wird uns dann auch noch mal ein bisschen Geld schenken. Ein Fahrzeug reicht, wie immer. Mal gucken, wie weit es reicht. Wir haben eine neue Aufgabe, wie ich sehe. Echt cool, Alter. Mann. Ich bin Hermann, der Präsident der Studentenvereinigung. Wir haben gerade ein neues Studentenwohnheim eröffnet, Digga. Und das Teil, aber auch so von was von Härte. Ich meine, es ist total cool und genau das ist auch das Problem. Irgendwie müssen nämlich wir da hinten kommen. Könntest du uns da unter die Arme greifen, Digga? Oh, ziemlich weit. Nee, kann ich leider nicht. Tut mir leid. Oh, Bus ist sehr beliebt. Ich würde sagen, neuer, mehr Bus. Hier, Linie. Bus, ein Fahrzeug reicht nicht. Noch ein Fahrzeug. Da waren schon 50 Leute. Sieht ja ganz gut aus eigentlich, ne? So, hier machst du bestimmt. Ach nee, das ist ja Straßenbahn. Krass, Digga. Krass. Ach du Scheiße. Aber man kann das abbauen mit zwei Bussen. Und zwar ziemlich gut, wie man sieht. Die Straßenbahnlinie läuft auch gut. U-Bahn wurde jetzt ein bisschen erweitert. Hier ist das Rathaus. Hier geht die Linie hin. Ich würde sagen, da könnten wir so einen kleinen Straßenbahnzubringer nehmen. Nämlich bis zur Kirche. Bis zur Kirche. Kommt man hier durch? Ja. Werden wir vielleicht mal hier den Wendekreis bauen. Und dann hier so lang fahren. Bis zum Kino. Oh. Von dort können wir dann nochmal einen Zubringer nehmen. Oh, hier hatte ich dann erstmal, der noch zum Rathaus geht. So, hier. Dann hier, dann die Kirche. Übrigens, wir haben noch eine Aufgabe, sehe ich gerade. Dann hier. Und dann vielleicht noch an der U-Bahn eine. Und hier auch noch eine. Und dann sind wir fertig. Bauen schnell die Linie noch. Na gut, so lang ist die hier gar nicht. Danach werden wir uns mal die Aufgabe angucken. Und es sind 9, dann rechne ich immer durch 3. Eigentlich müsste ich jetzt 3 machen. Ich mache aber erstmal nur 2, um zu gucken, wie es so läuft. Und dann ist auch schon das erste Jahr vorbei. Einfach zu viel. Ich spreche im Namen der Arbeitslosen. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie eine Reduzierung der Fahrpreise in Betracht ziehen können. Momentan sind sie für Sie nämlich unerschwinglich. Na gut. Verringern Sie alle Fahrpreise um 10. Das werden wir mal schnell machen.
erfüllt. Wenn es nichts Einfaches gibt, gerne doch. Bewertung der Firmenladung schwächt. Ich weiß zwar nicht wieso, aber es ist auch völlig Latte. Ich habe hier meinen Spaß beim Spielen und mehr will ich gar nicht. Ja, das Kino ist ziemlich beliebt hier. Ich merke schon. Dann werden wir gleich einen Buszubringer bauen hier. Der von der Kirche. Zum Das ist ja gar nicht das Rathaus hier. Habe ich denn das Rathaus gesehen? Hä? Ganz ehrlich? Wo ist das Rathaus? Ich habe doch hier... Irgendwas habe ich doch da gesehen. Ach, hier hinten, genau. Wenn wir trotzdem hier lang fahren. Und dann... Hallo? Hier wenden. Naja, gut, das ist eine ziemlich lange Buslinie, aber egal. Oh, Kreisverkehr. Dann hier lang und dann hier die Kirche und dann wieder zurück. Ah ja, so lang ist sie jetzt ja nicht. 10. Oh Gott. Nummer 2 erstmal. Ah ja, hätte ich den aber auch noch zu der Straße mal nach oben nehmen können. Thomaskirche. Ist die von Thomas? Dann werden wir jetzt erstmal den Rest der Folge erstmal ein bisschen abwarten, um zu gucken, wie so die Firma läuft. Oh, wir machen gutes Plus, sehe ich. Ja, die U-Bahn läuft gut. Wo ist eigentlich der Flughafen? Hat sich ja keinen Flughafen hier. Kann das sein? Ja, das kann sein. Ich sehe nämlich keinen. Ach du Scheiße, da warten ja richtig viele. Oh Gott. Linie 3, unbedingt eine neue Straßenbahn. Hilfe! Linie 3, 2 Straßenbahn, ja. Oh, die ist billiger geworden. Sehe ich gerade. Johannesallee, wo ist das? Ach du Scheiße, ja. Aber sonst hier läuft es eigentlich ganz gut. Hier ist keiner so traurig. Doch hier ein bisschen, jetzt aber nicht mehr. Beim Bus läuft es auch ganz gut. Hier oben ist noch nichts. Und hier läuft es auch gut. Außer hier unten bei der Buslinie. Die läuft auch ganz gut. Hier läuft es nicht so gut. Aber... Naja, okay. Ne? Da kann man jetzt auch nichts machen. Vor allem, weil das erstmal abgearbeitet werden muss und dann erst das kommt. Weil hier nämlich nur 2 oder 3 aussteigen. Das ist dann immer ziemlich doof. Ja, sonst läuft es eigentlich ziemlich gut. Was sagen denn hier die Zahlen? Gleich ist ein neuer Monat. 2.128.000 oder 2.000, wie man es nimmt. Ja, das bleibt auch so. Sieht so aus. Oh, süß. Dauert also lange jetzt. Gucken wir uns mal ein paar Leute an hier. Was machst du denn hier? Du willst im Apartmenthaus und fährst mit der Straßenbahn, alles klar. Und hier sind... Du willst dahin? Fährst mit der Straßenbahn? Bist du blöd? Ach du Scheiße, der kann doch hier zur U-Bahn gehen und dann mit der U-Bahn bis hier fahren und von da dann laufen. So ein dummer Junge! Ja, okay, denn, hier ist noch ein Großmarkt, da könnte man noch eine lange U-Bahn-Linie hinmachen, aber erst, wenn ich Geld habe. Vielleicht könnte ich hier einen Zubringer hinbauen, dass das Krankenhaus noch mit einbeschlossen wird, aber das mache ich alles in der nächsten Folge, weil die Folge ist rum.
Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wenn nicht, dann halt einen Daumen runter, das ist ja klar. Wir werden in der nächsten Folge weitermachen, ein bisschen mehr Linien bauen, sodass wir gut Geld verdienen können. Jo, alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.